Willkommen bei mir, Leute. Was geht ab? Ich bin Skalaka und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem neuen Detektiv-Conan-Video. Es war mal wieder in der Zeit für euch zu wählen, welche Wunschtheorie ihr denn gerne sehen wollt. Vom 15.01. bis zum 19.01. konntet ihr abstimmen, das habt ihr auch getan. Beim letzten Mal hat sich ja mit relativ großem Abstand Jins Vergangenheit durchgesetzt und behauptet jetzt was mehr ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen. Ich wünsche mir eine Theorie zu Masumi bzw. warum sie sich in Kapitel 814 als schlechtes Kind bezeichnet und ob es vielleicht mit etwas, was sie der Familie angetan hat, zu tun habe. Gewonnen hat jedoch eine Theorie über die Tatsache, dass das FBI mit einem Grundschüler zusammenarbeitet, ohne Fragen zu stellen. Wäre nice. Dem nehmen wir uns hier natürlich erstmal an. Einiges Grundlegendes vorweg. Wir bewegen uns hier im Bereich des Manga-Anime, das heißt im fiktionalen Bereich. Von daher müssen wir etwas unlogisch rangehen, machen wir dennoch nicht, ja, weil wir einfach logikbasiert sind. Egal ob CIA, FBI, MI6 oder SKK, sind alles Sondereinsatzkommandos, das heißt ein ausführendes Organ des Staates, ja, der obersten Hierarchie oder einfach von reichen Privatleuten. Das heißt, die Leute, die da arbeiten, haben in der Regel eine sehr, sehr hohe Qualifikation, egal ob es jetzt auf psychischer Ebene ist, ja, oder auf physischer Ebene. Und die Leute, die die Organisation führen, haben in der Regel wirklich sehr, sehr große Mengen an Gütern zur Verfügung, egal ob es jetzt materialistisch ist, ja, oder finanziell. Das heißt, sie haben einen sehr, sehr großen Einfluss und Macht. Mehr müssen wir nicht wissen. Und das ist gerade die Frage, okay, warum denn so eine wichtige, entscheidende Vereinigung, Organisation, so betitel ich sie mal jetzt, mit einem Grundschüler zusammenarbeitet, der 6, ja, oder halt 7, je nachdem, ob ihr Manga oder Anime schaut oder beides, zusammenarbeitet. Hierzu muss man sagen, okay, eigentlich ist es doch total dumm und unlogisch. Warum sollte ein FBI, die extra da, keine Ahnung, ausgebildet worden sind mit Hightech-Sachen, einem Kind zuhören? Ja, überhaupt mit einem Kind sprechen. Eigentlich überhaupt total sinnlos. Aber natürlich sind wir in Detective Conan und Conan Inokawa ist natürlich Shinji Godot. Es wäre natürlich gelacht, wenn er das nicht schafft. Von daher viel Spaß mit der Theorie. Euer Kaito Akai. Warum arbeitet das FBI mit einem Grundschüler, nämlich Conan Inokawa, zusammen? Die Antwort ist ganz einfach, meine lieben Leute. Aus Toleranz, aus Akzeptanz. Ja, ein 6-7-jähriger Grundschüler ist natürlich ein genauso wertvoller Komplize im Kampf gegen die Organisation wie ein, keine Ahnung, 30-jähriger ausgebildeter Profi. Ja. Ja, Toleranz, Akzeptanz, Spaß beiseite. Um dieses Phänomen besser verstehen zu können, müssen wir jedes einzelne Mitglied des FBIs prüfen. Das heißt, wie steht dieses Mitglied zu Conan und was hält es von ihm? Das heißt, sehen Sie ihn als normalen Grundschüler an oder steckt da vielleicht mehr dahinter? Ja. So, fangen wir direkt mal beim ersten Anime, Jody Centimillion. Uns aufgefallen natürlich im Kapitel 270 in den Anime-Folgen 245, 246 in der Spielhalle. Ranmäßig so, ey Conan, da hinten ist unsere Englischlehrerin, Jody. Ja, sie ein bisschen so drollig, aber Conan direkt auf Obacht. Ey, halt Abstand, Schwester, halt Abstand, so bisschen misstrauisch. Und natürlich ist es keine Englischlehrerin, denn Conan hatte schon den Verdacht, ein Organisationsmitglied zu sein. Warum? Zwei Indikatoren hat er festgestellt. Sie ist sehr, sehr geschickt, was man unter anderem in der Spielhalle sehen kann, wo sie mit der Waffe rumfuchtelt. Sie hat bestimmt schon mal mit einer echten Waffe geschossen. Und natürlich die andere Sache, sie ist schlau. Diese zwei Indikatoren, ja, das heißt, seit 21 Jahren gehe ich auf die Straße, ich glaube, ich mit einem Bäcker, Dönermann oder Friseur rede, sobald ich einen der Indikatoren feststellen kann, stelle ich diese Person zur Frage, erstmal, bist du ein Organisationsmitglied? Wo ist Anokata und wie heißt er? Leider habe ich noch keinen Erfolg gehabt. Das heißt, Leute, wenn ihr auf der Straße mit irgendjemandem sprecht, vielleicht auch mit euren Eltern oder Freunden, fragt, ob er ein Organisationsmitglied ist, ja, und ob er Informationen über Anokata hat. Denn es gibt eine Wahrheit, nicht ich finde sie, sondern wir finden sie gemeinsam. Ich glaube, ich bin ein bisschen abgeschweift. Aber der Verdacht von Conan hat sich natürlich relativ schnell widerlegt, denn im Kapitel 433, übrigens einer meiner Lieblingsfolgen, 345, hat ja Jody festgestellt, dass sich Wermut als Dr. Araide verkleidet hat und Wermut auch damit konfrontiert mit A Secret Makes a Woman a Woman. Ja, das hat sie ja damals auch gesagt, wo sie Jody die Brille aufgesetzt hat, wo das Haus abgebrannt wurde und der Vater gestorben ist. Ja, ja, ja. Jody wird sich hier natürlich auch rächen, ist ja nur zum FBI-Gang, um den Mörder des Vaters herauszufinden, ja, um sich da natürlich zu rächen. Jeder irgendwie, der gegen die Organisation ist, hat einen Menschen verloren und der Grund ist auf jeden Fall nachvollziehbar, sich dazu rächen. Dann gab es eigentlich Funkstille zwischen Conan und Jody speziell, bis er dann wieder dem FBI geholfen hat, nämlich wo Rena, ja, also bei die Wetterfee, wo er mit verstellter Stimme angerufen hat, um den FBI zu helfen. Rena ist Q, ja, für die Leute, die es nicht wissen, die in der Organisation arbeitet, ebenfalls eine Spionin vom CIA, denn diese wurde mehr oder weniger gezwungen, ihren Vater zu erschießen, der eigentlich eher Selbstmord begangen hat, um Q zu schützen, ja. Seitdem ist der Kontakt wieder besser zu den beiden und Jody hat sogar Conan die private Handynummer gegeben, denn
In der Episode 509 hat Jody sogar erzählt, okay Conan, pass mal auf, hier ist ein neues Organisationsmitglied, das sich Barbon nennt und bekannt jetzt als Amuro, der ja ein Schüler ist von Detektiv Mori in der Detektei Mori, auch als Kellner im Café Poirot arbeitet, aber im Endeffekt ja auch ein Spion, ist nämlich von der Sicherheitspolizei eingeschleust in der Organisation, um ebenfalls herauszufinden, yo, ihr seid böse, ich würde euch dran kriegen, natürlich auch unter anderem wegen Scotch und wir wissen alle, alle haben dasselbe Ziel, die Organisation zu zerschlagen. Das war's im Großen und Ganzen mit Jody. Weiter geht's mit Chushi fucking Arkai. Chushi Arkai zu Recht auf Platz 1 der besten Badass-Charaktere aus Detektiv Conan, hat natürlich auch seine Beziehung zu Conan Inugawa. Das erste Mal hat Conan ihn ja bei der Busentführung gesehen. Das war übrigens Kapitel 287, Folge 249, 250. Und da hat er direkt gedacht, okay, das ist ein Organisationsmitglied, er hat Angst vor dem, also probiere ich mal die schützende Barriere zu spielen, hat sich mal aufgebauscht. Und dann, nachdem Arkai erst gesehen hat, dass sich Conan mehr oder weniger in den Vordergrund drängt, ja, um Aiso ein bisschen zu beschützen, hat er überhaupt die Aufmerksamkeit bekommen, ja. Und da hat sich natürlich Arkai auch für ein bisschen interessiert. Die Auflösung, dass er dann doch nicht ein Organisationsmitglied ist, sondern dem FBI angehört, kam dann in Kapitel 434. Da kämpft er nämlich an der Seite von Wermut gegen, von Jody, tut mir leid, gegen Wermut und Calvados. Calvados war ja oben platziert, um dann praktisch unter anderem Jody zu töten. Chushi hat ja aber das Leben gerettet, indem er Calvados beide Beine bricht, ihn entwaffnet. Calvados hat leider nicht den letzten Wunsch erfüllt zu seiner geliebten Wermut. Die Liebe war aber leider einseitig. Hat sich dann das Leben genommen, weil er einfach versagt hat, weil er seiner geliebten Wermut nicht mehr ins Auge schauen konnte. Sehr, sehr traurig. Auf jeden Fall nur alleine wegen der Sache ist Chushi Arkai Badass Charakter Nummer 1. Ein Mann, nicht der Worte der vielen Worten, sondern eher der großen Taten. Wirklich so nice. Und alleine schon generell mein Punkt. Die Charaktere sind ja auch da. Ja, das heißt, wenn die in einem Fall involviert sind und alle Personen da auch, sehen die ja, was da abläuft. Diesen Punkt müssen wir uns mal vorstellen. Ja, nicht nur wir, die Detektiv Conan gucken, verstehen es ja, sondern auch die Protagonisten, die in der Serie sind, sind ja von diesen Fällen betroffen. Das heißt, Chushi Arkai hat ja mehr oder weniger immer alles mitbekommen, was Conan geplant hat. Und wenn so ein 6- oder 7-Jähriger irgendwas Megahaftes plant, dann hat er automatisch Respekt. Das ist genau das gleiche, ein 6-, 7-Jähriger kommt zu mir und zeigt mir, wie ich zu 100% Millionär werde und nächsten Tag bin ich Millionär. So, ohne irgendwie was Spezielles gemacht zu haben, also einfach nur das Beobachten von dieser Person, habe ich ja automatisch einen Grundrespekt vor der Person, als zum Beispiel dann vor irgendeinem anderen, ja, der mir nichts gebracht hat oder nichts gezeigt hat, der nichts irgendwie gemacht hat, wo man sagen kann, okay, das war krass. Das heißt, man muss immer die Verhältnismäßigkeit betrachten. Ist die Sache, die ein 6- oder 7-Jähriger macht, für sein Alter zu krass, ja? Wisst ihr, was ich meine? Ein 6-, 7-Jähriger, okay, da kann man erwarten, dass er mal einen Fußball kickt oder sowas, aber zum Beispiel so einen ausgefeilten Plan macht, so mit einem Stimmtransposer rumläuft, ist natürlich nicht mehr normal. Die Charaktere sind ja nicht dumm. Gerade Chushi Arkai, der sogar in einem Fall mal schneller als Shinichi war und auch oft, er taucht jetzt, wie gesagt, bei Subaru als Subaru auf, Conan ja auch Hilfe gegeben hat. Und da kommen wir auch direkt zu dem Fall, nämlich Kapitel 604, Episode 495 bis 500. Kier war in der Missgunst der Organisation, ja, und da mussten sie sich was einfallen lassen. Mit wir meine ich Conan, Chushi und James Black. Das heißt, haben sie einen Plan entwickelt, um den Tod vorzutäuschen, zu inszenieren. Kier hat natürlich in dem Moment selber gedacht, ja, dass sie Arkai erschießt, war aber nicht so. Denn nur wenn man seine Freunde täuscht, kann man seine Feinde täuschen. Richtig nice. Und alleine schon, weil ja Arkai mit in diesem Plan beteiligt war und der Plan kam ja wirklich von Conan, James Black und Arkai nur die Eingeweihten und immer so, sage ich jetzt mal, als Zuhörer, merkt man doch alleine schon, was für ein Potenzial in Conan steckt. Und Chushi Arkai genießt auf jeden Fall Conans Vertrauen genauso wie andersrum. Beide respektieren sich auf hoher Ebene. Genauso wie Conan das Auge, sage ich jetzt mal, die detektivischen Fähigkeiten von Arkai wirklich sehr, sehr wertschätzt. Richtig nice einfach. Richtig nice. Und kurze Sachen, wie gesagt, hat zwar nichts mit der Story zu tun, aber auch in den Kinofilmen. Zum Beispiel auch wieder am 20. merkt man einfach mal, dass sie sich blind verstehen. Barbon, Chushi Arkai und Conan, ein Dreamteam. Auch wenn natürlich Barbon und Chushi Arkai die gewisse Differenzen haben, wenn es um die Wurst geht, halten sie alle zusammen. Und dieses Dreamteam ist einfach so geil. Chushi Arkai, Shinichi, oh mein Gott. Weiter geht's mit dem Mitglied, nämlich dem Anführer des FBI, James Black. Kommen wir nur zu James Black. Nochmal einen kurzen Fact zu ihm. Er ist nicht der Leiter des FBI, sondern er hat nur eine leitende Funktion, ja, und koordiniert die Einsätze von Japan. Das heißt, er ist im Endeffekt der Abteilungsleiter, ja, also eine
etwas höhere gestellte Personen als Shushi, Akai und Jody, diese sind praktisch ihm unterstellt, wobei man bei dem FBI klar sehen kann, dass sich irgendwie alle auf gleicher Ebene mit sehr, sehr hohem und Niveau von Respekt gegenübertreten, weil ja jeder irgendwie was geleistet hat und so sollte es auch sein. Ja, James Black wurde auch oft als gesehen als Anokata, er könnte Anokata sein, das wurde aber ja schon von Gosho Aoyama beseitigt. Das erste Mal sehen wir ihn, Mann aus Chicago, Episode 277, 278, Kapitel 325 bis 27, nach einer Tiershow mit den Detective Boys, und das war übrigens die einzige Folge, die ich mit den Detective Boys hart gefeiert habe. Man erfährt, dass diese aus Chicago, also in Chicago wohnt, aber eigentlich aus London stammt, und zu Connens Glück, ja, ist er in der berühmten Baker Street geboren worden. James Black wurde kurz daraufhin entführt. Conan konnte schon so ein bisschen Englisch, hat ihn so ein bisschen impressed, denn als 6- oder 7-jähriger japanisches Kind, ja, japanisch ist natürlich genug mit dem Kanji und was es da noch alles gibt, schon Englisch zu können und sich halbwegs mit ihm zu unterhalten, ist es eigentlich fast unmöglich. Ja, seien wir mal wirklich hier realistisch. Außer er wird halt mega hart gefördert, aber er hat ja nicht Nachhilfekurse. Von dem Aspekt mal ausgeschlossen. Ja, er wurde dann, wie gesagt, entführt, aber er hat es geschafft, Hinweise zu unterlassen. Und Conan hat es daraufhin geschafft, mithilfe der Polizei ihn zu befreien. Nach einem geplanten Attentat der schwarzen Organisation auf einen Politiker treffen sich Conan und James dann wieder. Conan erfährt dann, dass James Jodys und Chuchis Vorgesetzter ist, wie ich schon gesagt habe, die leitende Funktion. James hat viel Vertrauen, ja, in Conan und er integriert ihn auch wirklich in fast jeden Fall ein und hat man sogar Spaß gemeint, er kann ja für das FBI arbeiten. Richtig nice. Und jetzt können wir natürlich sagen, Alter, du bist James Black, ein Leiter des FBIs, zumindest in Japan, koordinierst das Ganze und wirst von einem 6- oder 7-jährigen Kind gerettet. Gerade wenn du so ein Rätsel hinterlässt, das kann doch keiner lösen. Und dann kommt motherfucking Shinichi, Alter, und löst es einfach. Ohne Witz. Ich hab da auch wieder so Gänsehaut bekommen, weil ihr euch immer wirklich da reinversetzen müsst, wie geil das ist, man. James Black natürlich in der Schuld von Shinichi lebenslang. Er hat ihn praktisch das Leben gerettet. Wer weiß, was man mit ihm angestellt hätte oder sonst was. Ja, von daher aber man kommt, es kommt nicht so rüber, dass er alleine Conan respektiert, weil er ihm das Leben gerettet hat. Natürlich kann man sagen, es gehört viel Intelligenz dazu, zum Beispiel das Rätsel zu lösen und Mut und sonst was. Das hat er ja eh eigentlich schon von Jody bekommen, Shushi und James Black. Und zu André Kamel möchte ich jetzt mal nicht so viel sagen, denn Kamel hat jetzt nicht so die übelste Beziehung zu Conan, dass man das hier erwähnen müsste. In dem einen oder anderen Fall findet sie halt dann auch ein bisschen verwunderlich, besser gesagt eher erstaunlich, wie Conan auf was kommt. Er kommt dann immer mit den Ausreden, oder ausflüchten. Ich hab's im Fernsehen gesehen. Onkel Kokoro hat's mir erzählt. Kennen wir ja den alten Clinch von Conan. Wobei er gar nicht so viel Fernsehen guckt. aber das muss man hier auch an der Stelle sagen. Ja, also James Black und Jody, James Black und Shushi sind auf jeden Fall die zwei von den vieren, die ihm am meisten zutrauen. Und ich denke auch wirklich, wir haben ja gesagt noch keine wirkliche Anspielung, dass Shushi Akai schon, bevor er eigentlich den endgültigen Beweis gebracht hat, wir wissen ja auch, dass Shushi Akai, wo er dann tot ist, den Tod inszeniert hat, als Subaru wieder auftaucht und im Haus von Shinichi wohnt, da gab es ja mehrere Sachen, er hat es ja eigentlich zweimal, einmal offiziell bestätigt bekommen, weil er halt die Telefonate abgehört hat, damit hat er praktisch rausbekommen, okay, I is Cherry, also Shiho, und Conan is Shinichi, aber auch in, das war das wie eine Folge, das war die Folge, ich weiß jetzt nicht welches Kapitel, schreibe ich euch noch nachträglich noch in die Beschreibung rein, wo ein Fall von, ich glaube, vor 15 oder 20 Jahren wieder aufgerollt wurde, wo der Vater auch nicht weiter wusste und den Fall abgeschlossen hat, wo eine Art Zeichen immer am Tatort unterlegt wurde, da kam auch Masumi vor und da wollte Ran einen praktischen Bericht aus der Bibliothek von Shinichis Haus suchen und dann hat dann auch Masumi das erste Mal Subaru gesehen, ihren Bruder, und dann gab es auch schon mega Beef, aber ich will euch nicht spoilern, wer es noch nicht geguckt hat, richtig geil, und da kam halt wie gesagt auch ans Licht, alle waren da und dann hat Ran die Idee gehabt, ich rufe jetzt mal Shinichi an, vielleicht kann ich das weiterhelfen. Dann ist Conan schnell auf Toilette gerannt, Subaru hat ihn natürlich verfolgt, Shinichi ruft dann natürlich aus der Toilette an mit dem Stimmtransposer, also Conan, er geht raus und Shushi Aka in dem Fall, hat dann auch alles beobachtet, gab hinter der Tür und hat dann sowas gesagt wie, ach so, ich verstehe. Das war praktisch schon die erste, nicht offizielle, aber damit hätte man schon denken können, okay, er weiß es endgültig, dass Conan Shinichi Kudo ist. Richtig nice, ich sag's euch mal, die Leute. Und jetzt kann man sagen, mein Ursprungsgedanke war, warum Shushi Akai oder generell das FBI mit Conan zusammenarbeitet, um nochmal auf deine Frage konkret zu antworten, im letzten Fazitsatz oder Dialog, Monolog ist es ja eigentlich eher, ich dachte am Anfang wirklich, okay, er weiß,
nur, ja, dass er Shinichi ist praktisch durch dieses Abhören und sowas und deshalb respektiert er ihn. Aber die Sache ist, er hat ihn ja schon davor respektiert, denn um ein für alle mal was zu sagen, wie schon gesagt, die Personen, die in den Fällen da sind, ihr müsst euch die als richtige Person vorstellen. Das heißt, sie sind ja auch anwesend. Wenn vor den Augen ja, einer erschossen wird, dann sehen sie es ja auch. Und die sehen auch, gerade wenn man etwas klüger ist, ich stelle es zumindest den FBI-Agenten mal jetzt so, oder ich werfe es denen vor, dass die intellektuell sind. Ja. Und wenn da immer so ein kleiner Junge auftaucht und immer hilfreiche Tipps und sowas gibt, dann nimmst du ihn nicht mehr als kleinen Jungen wahr, sondern misst ihn an den Taten, an den guten, positiven Einflüssen, die er gegeben hat. Ganz ehrlich, probiert es mal auf euer Leben abzufärben. Ihr spielt Fußball. Ihr sucht doch nicht nach einem guten Kollegen, der Fußball spielt, der jetzt 18 ist oder in eurem Alter oder 20, sondern ihr wollt mit jemandem spielen, ja, den ihr natürlich gut findet und kennt, aber der auch gut ist. Im Fußball geht es nicht nach Alter, sondern es geht nach Skill. Du wirst nach deinen Fertigkeiten, nach deinen Fähigkeiten gemessen. Und genau das probiert uns die Conan, denke ich mal, so interpretiere ich das zumindest, zu vermitteln. Ja, und ist egal, ob ein Grundschüler er ist, so 16 Jahre, scheiß drauf, wenn er halt gute Einfälle gibt und wir wissen ja, okay, er ist Shinichi, dann ist es dann halt auch so, denn, egal, jeder Mensch hat Vorteile, ich habe Vorteile, ihr habt Vorteile, die FBI-Agenten haben auch Vorteile, Conan hat Vorteile, aber wie gesagt, die Vorurteile sind immer nur Vorurteile, bis im Endeffekt dann der Person eine Chance gegeben wird, sich zu wahrhaftig verhalten, ja, sich einfach mal zu beweisen können. Und das hat Conan in jedem Falle getan. Und eigentlich müsste man auch echt bald, ich denke mal, hier noch meine Theorie angespoilert. Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir offiziell den Beweis haben, dass Chushi Arkai James Black und Jody eingeweiht hat, dass sich es bei Conan um Shinichi Gudor handelt. Ja, das werden wir auf jeden Fall sehen. Wie gesagt, in Conan wird jetzt dieses Jahr richtig viel passieren. Auf jeden Fall denke ich mal auch, dass dieses Jahr die Identität von Rum enthüllt wird. Weshalb, wieso, warum? Ich denke einfach, es ist klar, denn Detektiv Conan wird zwar noch ein paar Jahre gehen, ja, ich gehe davon aus, dass wir noch so 3, 5, vielleicht sogar 6, 7, 8 Jahre Detektiv Conan sehen, vielleicht endet es auch jetzt 2030, aber da wird sich noch einiges entwickeln. Wenn ihr mal überlegt, wie viele große Mitglieder wir eigentlich mitbekommen haben, nach 845 Folgen, 2 Stück Anokata rum, nach so vielen Folgen, ich glaube wirklich, da passiert jetzt in nächster Zeit was, denn wer Detective Conan aufmerksam verfolgt, der weiß eh so, am Anfang, okay, hier so ein bisschen Langlauf gehabt, nicht wirklich viel passiert mit der Organisation oder mit anderen lustigen Sachen wie Kaito Kid oder Heiji Hattori, aber jetzt nimmt alles mehr Form, es wird spannender, denn jede Folge ist ein Hit, ist eigentlich bei jeder Folge so, aber das wollte ich nochmal sagen. Also Leute, egal ob im Detective Conan, im anderen Anime oder im echten Leben, beurteilt nach einer Person, nicht nach dem Alter, nach dem Äußeren oder sonst was, sondern nach dem, was er sagt, wie er sich gibt, wie er sich einfach in der Welt zurechtfindet, ja, denn jeder, jetzt mache ich mal richtig Toleranzpeitsche, hat auf jeden Fall ein Recht auf Berechtigung, ja, aber ich muss auch ganz klar sagen, ohne jetzt diskriminierend oder sonst was sagen, Toleranz, Akzeptanz soll man jemals immer haben, aber ich finde auch, man soll sich diese moralischen Grundsätze erstmal verdienen, das heißt, indem man einfach nett zu anderen Leuten ist, nicht beleidigt, nicht flamed oder sonst was macht und natürlich sich immer selber treu ist und natürlich keine verrät, keine Snitch, wir wollen ja keinen 31er im Team haben. Das heißt also, wenn man selber tolerant sein will und sowas, sollte man natürlich das voraussetzen zu anderen Personen. Natürlich kann man nur was von anderen verlangen, was man dann selber ist. Aber ich finde auch, wenn man das immer zu sehr überspitzt betont, heißt es so, egal was der macht, ich muss ihn akzeptieren. Okay, ich akzeptiere dich, dass du einen Völkermord gemacht hast. Geht logischerweise nicht. Ihr wisst, was ich meine. Peace out. Ich hoffe, diese Theorie hat euch gefallen. Um jetzt nochmal kurz zu sagen, wenn wir Leute reinschreiben, eigentlich hast du ja keine Theorie gemacht. Ich habe jetzt in den letzten, glaube ich, 16 Minuten darüber erzählt. Ihr müsst nochmal daran denken. Die Personen, die bei jedem Fall beteiligt waren, haben das auch alles gesehen. Und das ist an sich ja schon die Theorie in sich, ja. Denn alles, was du siehst, die ganzen Einflüsse, die du siehst, hörst, anfasst, halt alles, was auf dich von außen einwirkt, ja, extrinsisch, intrinsisch, hat Einfluss auf deine persönliche Empfindung, ja, auf andere Personen und natürlich dein gesamtes Gedankengut. Denn du denkst, deine Gedankengänge setzen sich ja aus allem zusammen, was du gesehen und gehört hast und so weiter und so fort. Peace out, euer Kaito Arkai.